Indiana Jones. Vor wirklich sehr langer Zeit, irgendwo in der Wüste, war da ein Bündel Ärsche, die auf der Suche nach einem Ding waren. Die Arschlöcher, wie sie sich selber nannten, waren Kommunisten aus der Stadt Russland. Und sie waren böse, feige und verfälschte Schwindler. Und irgendwie hatte dieser Typ damit zu tun, namens Indiana Jones. Hi. Sie treffen uns wie ein Ding, oder wir schießen in ihr Gesicht. Da ist es, ich gehe. Und dann machte er etwas und führte eine gewagte Flucht durch, aber niemand konnte ihm folgen, denn sie wurden von diesem verdammt nochmal geilen Fedora geblendet. Seht ihr nicht an, er ist cool. Danach war er einige Zeit bewusstlos, bis er dann in Happy Town aufwachte. Hey, Indy, du bist in Happy Town! Doch Indy sagte: Jesus Christus, das ist nicht Happy Town. Das ist jeder stirbt in 5 Sekunden Town. Freiheitskühlschrank! Was zur Hölle machst du denn hier, Indy? Komm, hüpf an Bord! Und das war die absolut coolste Stelle, als Happy Town in die Luft flog mit einem gewaltigen Zappel-Dappel-Doom und der Kühlschrank machte Wow! Danach wurde es langweilig, bis ein Kind sagte: Ich habe eine Karte, die zu einem Ding führt. Sagtest du gerade nen Ding? Also gingen sie nach Peru, um nach dem Ding zu suchen. Und Indy sagte: Nein, hier ist es nicht, das ist es nicht, nein! Oh, hier ist es ja. Letztendlich wurden sie ein ganzes Jahr lang von Mrs. Sedlarski und den ganzen Arschlöchern verfolgt, denn sie waren ebenfalls auf der Suche nach dem Ding. Sie entführten Indys alten Studienkollegen Professor Penner, doch er sagte nur: Danach entkamen Indy, Professor Penner, das Kind, das Mädel und der Arschkönig in ihrem Auto durch eine weitere gewagte Flucht. Die Arschlochkönigin und die Arschlöcher folgten ihnen, bis die Ameisen kamen. Gib doch vor, Ameisen! Wir haben keine Angst vor keinem Namen. Letztendlich, nach gefühlten Milliarden Jahren, schafften sie es zu diesem Raum mit einer Gruppe von Typen mit Dingern als Köpfen. Hi. Aber dann sagte der Arschlochkönig: Nicht so schnell. Und die Arschlochkönigin sagte: Nicht so schnell. Und dann sagte Professor Penner: Und da gab es Ding zu dem dinglosen Typen. Und der sagte: Danke. Das Ding verschmolz mit dem Typen und der machte nur Kaboom. Und alle wurden in die Luft geschleudert und die Arschlochkönigin machte nur. Als alles geklärt war, fing Professor Penner auf einmal an, Englisch zu reden. Hi. Das ist eigentlich auch schon das Ende des Films, aber Mädel sagte auf einmal: Du bist Vater! Und Indy sagte: Fuck! Indiana! Freakin' Jones! Indiana! Freakin' Jones can't suck! Take some idols! Find some bones! Crack some whip! Go to places, not faces, and then save the day!